Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Birkwald, das war ein beeindruckendes Feuerwerk der Darstellung des österreichischen Rentensystems. Leider haben Sie vergessen zu sagen, welche Nachteile dies hat. Es hat den Nachteil, dass zum Beispiel gegenüber dem deutschen Rentensystem man 15 Jahre erstmal arbeiten muss und nicht 5 Jahre, bis man seine Rente bekommt. Sie haben nicht dargestellt, dass die Österreicher im Augenblick riesige Probleme mit der Finanzierung ihres Rentensystems haben. Sie haben nicht dargestellt, dass man im Augenblick dabei ist, die hochgelobte Mütterrente oder die Frauenrente abzusenken, weil sie so nicht mehr zu finanzieren ist. Sie haben völlig vergessen darzustellen, dass die Österreicher durch ihre hohe Haushaltsverschuldung auch Probleme haben am Arbeitsmarkt mit der Beschäftigung, mit dem Aufwuchs an Arbeitslosigkeit. Sie haben völlig vergessen darzustellen, dass es einen Zusammenhang zwischen Rente, Arbeitsmarkt, Wirtschaft, Staatsverschuldung gibt. Die Dinge müssen zusammen gesehen werden. Wer solitär ausschließlich den Scheinwerfer auf glückliche Renten rechnet, der darf sich nicht vertun, dass er hinterher ins kurze Gras kommt. Meine Damen und Herren, pünktlich zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und im Aufgalopp zur Bundestagswahl kommen wir nun mit einem linken Antrag, der immerhin im Januar bereits beschlossen worden ist und jetzt pünktlich Ende April auf den Tisch kommt, damit das Ganze auch jetzt reif bekommt mit dem Blick auf die Landtagswahl. Herr Kollege Schieferling, der Kollege Birkwald. Sie lassen keine Frage zu. Nein, dann kann der Herr eine Bündelfrage stellen, dann ist das gut. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen deutlich sagen, wir könnten uns als Unionsfraktion zurücklehnen. Denn die Darstellungen der Linken kennen wir mittlerweile. Das Ganze dient ausschließlich dem Aufgalopp zur Bundestagswahl und zu den Landtagswahlen. Und eigentlich ist die Zielrichtung das Abarbeiten und das Mütchenkühlen an der SPD. Als Union könnten wir uns zurücklehnen und könnten sagen, nun sollen sie mal. Meine Damen und Herren, das tun wir aber nicht, weil es in der Tat einige Dinge gibt, die man schon in aller Deutlichkeit sagen muss. Der erste und der wichtigste Punkt ist, das, was Sie darstellen an großen Problemen in der Rentensituation bei uns, existiert in dieser Form nicht. Zweitens, wir stehen natürlich bis 2030 unter dem Eindruck der Gesamtentwicklung, die wir in der Planung haben. Und die Plandaten und die Annahmen sind alle samt und sonders besser als ursprünglich angenommen. Die Renten steigen, das Rentenniveau steigt. Die Rücklage trotz zusätzlicher Ausgaben in der Rentenversicherung stabilisiert sich nicht nur, sondern steigt. Und wir haben stabile Renten mit stabilen Grundlagen. Worum es geht, ist um die Frage, was wird denn ab 2030 und den folgenden Jahren kommen? Denn wir stehen miteinander unter den großen Herausforderungen von zwei Strömungen, unter denen jedes Rentensystem in Deutschland, ob umlagefinanzierte Rente, kapitalgedeckte Rente, ja sogar das österreichische System steht, nämlich die Frage der demografischen Entwicklung und die Frage der wirtschaftlichen Entwicklung. Beide Strömungen, beide Entwicklungen, die Demografie und die wirtschaftliche Entwicklung, bestimmen die Alterssicherung. Und wenn es um die Frage der Zukunft der Rente geht, dann müssen wir eben auch alles tun, um unter diesem Eindruck dann auch die Stellschrauben richtig zu stellen. Und das heißt, wir müssen eben schauen, dass die umlagefinanzierte Rente in ihrer Grundsubstanz als Grundlage der allgemeinen Alterssicherung erhalten bleibt. Natürlich können wir den Wunsch so äußern, wie Sie es dargestellt haben, Herr Birkwald, dass wir sozusagen in das Rentensystem, wie die Österreicher das machen, auch alle möglichen Gruppen, die wir haben, die eigene Versorgungswerke haben, die eigene Versorgung haben, bei uns integrieren. Das verbreitert die Breite derjenigen, die Renten zahlen und Renten bekommen. Und es bedeutet nicht nur mehr Einnahmen, es bedeutet auch mehr Ausgaben. Und das heißt keineswegs, dass die Risiken, die damit verbunden sind, jetzt auf einmal über Nacht verschwunden werden. Meine Damen und Herren, wir haben eine Situation in Deutschland, in der wir, anders als Sie das darstellen, Herr Birkwald, einen Aufwuchs an Beschäftigung der über 60-Jährigen haben. Wir haben eine deutliche Zunahme an Menschen, die über ihre 60. Lebensjahr hinaus in Beschäftigung sind. Das kann alles noch besser werden. Dafür haben wir die Flexirente gemeinsam eingeführt in dieser Koalition. Da haben wir Wege eröffnet, dass man das gleitend auch entsprechend gestalten kann, um diese Schritte auch entsprechend zu gehen. Und ich bin sicher, das wird seine Wirkung entfalten. Aber was nicht geht, ist,
das System der umlagefinanzierten Rente, das im Wesentlichen aus vier Stellschrauben besteht, aus dem Beitrag, der eingezahlt wird, aus dem Rentenniveau, aus der Frage der Rücklage und des Staatszuschusses und natürlich auf der Frage der Rentenlaufzeit. Das geht nicht, dass wir nach Belieben die Schräubchen drehen, wie es uns passt, weil es letztendlich ein mathematisches System ist, was in sich stimmig ist und was miteinander auch im Gleichgewicht gehalten werden muss. Und wie das zu geschehen hat, darüber laufen im Augenblick die Auseinandersetzungen. Ich freue mich sehr, dass es eine breite Mehrheit hier im Hohen Haus gibt, die nicht in Frage stellt, dass die umlagefinanzierte Rente das stabilste System ist, was wir haben, dass es gut ist, es weiterhin zu stabilisieren und dass wir alles tun müssen, dass es auch weiterhin seine Wirkung entfalten kann. Meine Damen und Herren, ich will darauf hinweisen, dass wir gerade dabei sind, die betriebliche Altersvorsorge als den zweiten Weg und als die zweite Säule und dass wir gerade dabei sind, die private Altersvorsorge damit gleichzeitig, die alle beide unter dem Eindruck der Kapitalmärkte leidend sind, zu stabilisieren, damit auch sie in einer breiteren Basis für die Bevölkerung ihre Wirkung auch für diejenigen entfalten können, die Geringverdiener sind, die weniger Geld haben und denen wir denn auch helfen wollen, über diesen Weg Grundlagen für ihre Alterseinkünfte zu verbessern. Meine Damen und Herren, aber Grundlage für die Frage, ob denn diese Rente Alterssicherung, altersfest ist und eine Zukunft hat und auch eine Grundlage darstellt für das Alter, ist im umlagefinanzierten Rentensystem natürlich die Frage, was ich an Beiträgen einbringe. Was wir nicht wollen, ist, dass die Rente ein Gemischtwarenladen wird aus umlagefinanzierten Beiträgen, die ich selbst erwirtschaftet habe, und auf der anderen Seite von sozialen Fürsorgenleistungen. Wenn diese Dinge miteinander vermischt werden, wird nicht mehr klar, was ich selbst eingebracht habe. Und wir werden damit den Menschen, die ihre eigenen Bereiche erwirtschaftet haben, auch unterm Strich nicht gerecht. Und deswegen werden wir, was die zukünftige Altersabsicherung angeht, schauen müssen, wie wir die Dinge miteinander kombiniert bekommen. Und wichtiger Punkt und zentraler Punkt ist natürlich, was wir tun, damit möglichst viele Menschen im Erwerb kommen, im Erwerb bleiben und entsprechend auch mit guten Einkünften dann auch für die Alterssicherung sorgen können. Da richtet sich die Aufgabe im Bereich der Arbeitsmarktpolitik auf die Frage der Bildung. Sie richtet sich, das ist gar keine Frage, auf den großen Sorgenbereich der Langzeitarbeitslosen im SGB-II-Bereich. Sie richtet sich vor allen Dingen auch an diejenigen Gruppen, die noch jung sind, die noch nicht einmal 6%, die jetzt den Schulabschluss nicht schaffen jedes Jahr. Das sind 80.000 Kinder jedes Jahr in Deutschland, die damit eine schlechte berufliche Perspektive haben. Ihre Altersvorsorge ist etwas, was uns umtreibt. Die Zukunft ist für uns. Was machen wir mit diesen Kindern und Jugendlichen? Wie werden wir die Perspektiven entwickeln? Und daran werden wir arbeiten. Ich betrachte diese Frage für die eigentliche soziale Frage der Zukunft. Diese Frage, dass wir jedem in diesem Land der Chancen in Deutschland auch den Weg eröffnen, im Rahmen der sozialen Gerechtigkeit auf Chancen und Teilhabe Gerechtigkeit zu geben, jedem die Möglichkeit eröffnen, auch seine eigenen Chancen zu entfalten, auch auf eine eigene erwirtschaftete Alterssicherung und nicht auf Fürsorge des Staates. Die ist notwendig, wenn anderes nichts mehr reicht. Aber diese Wege, die müssen wir konsequent gehen. Und ich glaube, dass wir damit letztendlich den Menschen dienen. Das ist etwas anderes als das bunte Malen eines hochalpinen Bildes des Herrn Kollegen Birkwald, der glaubt, er könnte aus Österreich einen bestimmten Aspekt hierhin übertragen, alles andere ausblenden und damit völlig, völlig außer Acht lassen, vor welchen Herausforderungen auch die Österreicher und Österreich miteinander stehen. Und es gebietet eine Frage der Ehrlichkeit, auch dieses zu sagen. Ich habe versucht, das deutlich zu machen. Leider ist mein Beitrag im Fernsehen weggeblendet worden, weil es der Berichterstattung nicht passte. Vielen Dank. Jetzt hat der Kollege Markus Kurt das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Ach so.